Morgen, mein Name ist Marcel Benner. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von so tollen Gesprächen wie: In welchem Postfach landet mein Online-Ticket? Oder bei Telefonaten zum Thema: Ist es heute voll bei Ihnen im Park? Wir haben das Glück, heute ist es nicht voll. Es sind zwei Personen unterwegs. Ich treffe mich gleich mit André Hudelmeier. Ich bin André Hudelmeier, bin der Geschäftsführer vom Schwabenpark und nehme euch heute mal mit aus. Wir stehen jetzt hier vor dem Gebäude oder je nachdem, wie man sieht, vielleicht auch hinter dem Gebäude. Wir haben hier unsere drei Ein- bzw. Ausgänge. Hier ist der Eingang für unser Hans Dampf. Hier geht's hoch. Wir haben hier ein zweigeschossiges Gebäude. Da erzähle ich euch aber später mal was dazu. Und hinten ist der Ausgang, wo die Leute dann eben wieder nach der Fahrt rauskommen oder aussteigen. So, wir befinden uns jetzt hier in der, im ersten Raum von unserem 600 Quadratmeter großen Gebäude. Hier ist im Endeffekt hauptsächlich der Wartebereich mit verschiedenen Projektionen allerdings schon. Projektionen, Beamern, Bildschirm, um den Leute das Warten ein bisschen entspannter zu machen. Muss mal gucken, was für ein Wartebereich? Du hast mir was erzählt von, du willst mir einen Hans Dampf vorstellen, jetzt erzählst du mir was von einem Wartebereich? Hans Dampf hat einen Wartebereich tatsächlich. Und wer ist Hans Dampf? Hans Dampf ist ein Dark Ride, der Name eines Dark Rides, der aber anders wie andere Dark Rides eben auch zum Durchlaufen ist. Also man kann da ein bisschen interaktiv sein und am Ende die Krönung ist dann eben die Fahrt. Mit was? Na, mit dem Zug. Ja, warum sind die Wände da unten schwarz? Ist das, muss das so sein? Oder ist das da ist keine kaputt? Wand, das ist eine Decke. Achso, ja. Aber gut. Im Endeffekt ist die schwarz, damit sie eben halt, wir machen hier viel mit Licht, Projektionen, da brauchen wir halt recht ja, wenig Reflexionsfläche, sagen wir mal so. Die anderen Flächen, wo jetzt hell sind, das sind dann tatsächlich Wände. Die werden tapeziert in verschiedene Stilrichtungen, je nach Raum. Hat da jeder Raum ein bisschen ein anderes Thema. So. Hier geht es dann in unseren nächsten Raum. Was ist das da hinten? Na, der nächste Raum. Der nächste Raum, okay. Den zeigen wir euch aber ein anderes Mal. Festhalten!